Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice. Wo werden Makros gespeichert? LibreOffice speichert benutzerspezifische Daten in ein Verzeichnis unter dem Benutzerverzeichnis. Die Lage des Benutzerverzeichnisses ist abhängig von dem verwendeten Betriebssystem. User-Makros sind in .config LibreOffice 4 User Basic im Home-Verzeichnis gespeichert. Jede Bibliothek ist in einem eigenen Verzeichnis unterhalb des Basisverzeichnisses gespeichert. Es ist für den gelegentlichen Gebrauch nicht wichtig, zu verstehen, wo Makros gespeichert werden. Wenn Sie aber wissen, wo sie gespeichert sind, können Sie eine Sicherungskopie erstellen, Ihre Makros weitergeben oder überprüfen, ob ein Fehler vorhanden ist. Gerade wenn ein Makro einen Fehler enthält, können Sie das Makro jemanden schicken, der Ihnen eventuell bei der Fehlersuche helfen kann. Mein Makro libof ist zum Beispiel hier im Verzeichnis Test 2 in der Datei aufgenommen.xba. Und diese Datei ist eine XML-Datei, die ich auch mit einem Texteditor öffnen kann. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!